Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Staffel 1, Episode 2, Rainbow Six Siege Solo Queue, Sea Wave, was poppin'? Unser zweites Game. Ich bin mal ganz gespannt, wie dieses läuft. Das erste haben wir leider verloren. Sehr knapp, aber naja. Rein in die zweite Runde, rein in die Olga und gucken, was die zweite Runde heute so bringt. Lego. Es ist Clubhouse. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich gestehen. But let's see how it goes. Let's see. Wir bannen Ash. Warum nicht Thatcher? Clash. Oh, no. Warum wurden zwei Schilder gebannt? Hätten wir noch Legion machen können, theoretisch gesehen. Also angesichts der Erfahrung, die ich im letzten Match gemacht habe, werde ich, glaube ich, wirklich auf ganz entspannt einfach roamen gehen. Einfach roamen gehen und versuchen, ein bisschen Zeit zu verschwenden. Weil eine andere Idee habe ich nicht, aber wir haben schon eine Cav. Dann könnte ich nochmal roamen gehen. Wir haben Legion, der Onside spielt, und wir brauchen noch jemanden, der Onside spielt. Stoff, wen pickst du? Mozzie, okay, gut. Mozzie kann auch Onside spielen. Okay, das sollte passen. Jesus. Ich geh mal Spawn peeken. Mal gucken, ob das klappt. Wenn wir so auf die Fresse kriegen, habe ich das Gefühl. Und. Ja. Ja. MB. Bye-bye. Oh, that was close. That was close. Read. What are you doing? Reed, what are you doing? Aber gut, haben wir gut on Zeit gespielt. Einfach 0-0-0, einfach nichts, ich hab einfach nichts zu tun. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Oder ich spiele den Doc, komm, ich spiele den Doc. Wir haben ja noch ein ACG on Zeit. Ich glaube, die Jungs werden auch sehr stark in Gunfights verwickelt sein. So kann ich den ein bisschen healen. Eric? Ach, komm, Digga, hör mir auf. Ich wollte den Merrick holen, dann pusht mich der Ace. Ah, nee, Digga. Es ist einfach nicht mein Game. Es ist einfach nicht mein Game. Jäger müsste sie jetzt eigentlich sehen. Good job. Perfect. Nee, es ist nicht mein Game. Es ist nicht mein Game. Definitiv nicht. Ah, komm, dann spiele ich im Mute. Mute hier wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Oh, mit Mozzie kombiniert. Oh, das ist schon eine Baba-Kombi eigentlich hier. Das ist eine Baba-Kombi. Dann haben wir die. Ja, lass mich das eben kurz draufpacken. Du bist jetzt auch wieder was. Ne, ich bin nicht gut mit der SMG. Uff. Diffuser is on A, on the bed. We have a camp. In gym. Oh, never mind, in A. Last one on ping. He has the diffuser, just hide. He's going for the plant. Pushing you. Left side. Okay, he's planting. Left. Alright, good job. Okay, der Beton spielt nicht schlecht. Ich bin schlau. Ich muss sagen, ich mache auch ja eigentlich so ein bisschen für Team was. Also Mute, ich bin null Mute-Spieler. Doc hätte sein können, aber ich wollte da eigentlich dort nicht spielen. Ich habe es ja nur gepickt, damit ich meine Mates heilen kann. Bin aber am Ende selber gestorben, weil ich so greedy war und durchgepickt habe. Also hier würde ich jetzt normalerweise eine IQ nehmen und Mates jetzt runter pushen, so wie ich es immer mache, wenn sie unten sind. Aber sie sind sehr wahrscheinlich oben. Und angesichts dieser Tatsache, weil ich keine Ahnung habe, was ich sonst machen könnte, nehme ich einfach den Tetron und spiele den Support, Digga. Also ich muss gestehen, ich habe absolut keine Ahnung, was ich von dem letzten Match geschnitten habe und in diesem Match schneiden kann, weil gefühlt nie sowas Witziges, Interessantes oder Wichtiges passiert ist, zumindest von meiner Seite aus, also von meiner Sicht aus. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen lost, um ehrlich zu sein. Aber gut, ich lasse mich mal überraschen. Wir haben nicht mal einen Heartbreacher! Oh, weia, Digga. Und dann nehme ich Thatcher für das Team, Digga. Also ich stecke einfach das Team mit, aber das Team so... Na, Fan brauchen wir nicht. Lost, Digga. Einfach lost. Talking Garage. Ach, Junge, ich bin so lost, Mann. Was ist mit meinem Aim los? Talking Garage. Last one, Top Red. Top Red Stairs, Bandit. Nice try. Mein Aim! Ich spiele null wie ein Diamant. Und das ist dann halt einfach dieser Druck. Weil man weiß, oh shit, du hast jetzt diesen Charm, du flexst damit, aber du spielst einfach wie ein Kupfer, Alter. Uff. Bitte holt mich aus dieser Elo raus. Bitte holt mich aus dieser Elo raus. Ey, ich sag's euch so, wie es ist. Und da kann mir niemand widersprechen.
Und da kann mir niemand kann mir guten Gewissen irgendetwas anderes erzählen. Niemand. Die High Gold Low Platin Elo ist die ekeligste Elo überhaupt. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Weil das ist. Ach, schau dir, Alter. Das ist die ekligste Elo überhaupt, ey. Wir haben nicht mal einen Thatcher. Was erwarten die denn von mir? Was soll ich da noch machen? Ach, die rushen jetzt einfach Zeit. Ja, perfekt, Digga. Ich muss safe, während ich dir jetzt helfen gehen will, will mich jetzt irgendjemand flanken, Digga. I can run. Lass mal, give me one second. Skin. Insta skin. I'm planting, ne. Ja, gewonnen. Nichts gemacht. Perfekt. Ich weiß nicht, was ich von dieser Runde jetzt schneiden werde, aber gut. Ich will mich nicht beschweren, aber Bruder, dieser Aim. Uff. Dieser Aim? Dieses Aim. Das Aim. Das Aim. Uff. Egal, wir haben gewonnen. Wie gesagt, ich will mich nicht beschweren. 20 Minuten Game. Wir haben gewonnen. Ich will nur raus aus dieser Elo. Also, Ladies and Gentlemen, das war's von mir und von dieser Runde. Ich danke jedem Einzelnen, der zugeschaut hat. Wenn euch die Folge gefallen hat, unterstützt mich gerne mit einem Daumen nach oben. Und ihr könnt natürlich auch kostenlos diesen Kanal abonnieren hier unten und mich damit unterstützen. Aktiviert auch, wenn ihr möchtet, die Glocke. Und in diesem Sinne, macht's gut, stay fresh. Wir sehen uns bis dann. Bye, bye!